weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer jedes Mal noch total erstaunt, wenn ich die Vorher-Nachher-Bilder sehe, dass es sich wirklich um den gleichen Ort handelt, den wir vor knapp 4 Jahren hier vorgefunden haben. Dass dieser Ort mit den drei Ruinen, diese abgeholzte Rodungsfläche und dieser total verwahrloste Garten inzwischen unser Selbstversorgerhof ist. Und obwohl ich und wir ja wirklich alles mit eigenen Händen umgestaltet haben, ist es für mich immer noch ein kleines Wunder, dass aus diesem Lost Place inzwischen unser Selbstversorgerhof geworden ist. An diesem Ort, wo wirklich gar nichts war, außer Einöde und eine gewisse dunkle Traurigkeit und Verlassenheit, haben wir unseren Selbstversorgerhof gebaut in knapp 4 Jahren. Wir haben die Wohngebäude renoviert, die Wirtschaftsgebäude renoviert, einigermaßen zumindest wiederhergestellt, Gewächshäuser gebaut, 3 Stück, 2 Gärten angelegt, einen Pferdestall gebaut und einen großen Hühnerauslauf, inzwischen 3 Seen angelegt. Ja, und jede Menge geerntet natürlich, denn darauf kommt es bei einem Selbstversorgerhof natürlich in erster Linie drauf an. Natürlich braucht man viel Arbeit, viel Geduld und Spucke, um am Ende das ernten zu können, was man sich am Anfang vorgestellt hat. Natürlich klappt nicht immer alles so, wie man es sich gewünscht hat, aber wenn ihr wissen möchtet, was wir in diesem Jahr alles ernten konnten, nach knapp 4 Jahren, also in der 4. Saison auf diesem Hof, dann bleibt dran. Ich habe mir ja im Winter eine Liste gemacht, was ich mir so vorstelle, was ich ernten möchte, im Idealfall von den bestimmten Lebensmitteln, von den bestimmten Gemüsen. Ja, das war natürlich mein Wunschziel, dass ich da nicht unbedingt in allen Bereichen die volle Punktzahl erreichen würde. Das war mir von Anfang an klar. Aber man muss sich ja bestimmte Ziele setzen, damit man überhaupt weiß, worauf man überhaupt hinaus möchte. In meinem Gartentagebuch habe ich mir genau die Gemüsesorten notiert, die wir anbauen und welchen Bedarf wir davon ungefähr haben, pro Woche, pro Monat und im Jahr, und habe mir daraus ungefähr unseren Bedarf errechnet. Wie ihr wisst, war dieses Jahr richtig schwierig. April, Mai, Juni waren super trocken und warm. Dann hatten wir aber Anfang Juni nochmal Frost. Da ist alles Mögliche nochmal richtig in die Knie gegangen. Und dann waren Juli und August total kühl und verregnet. Da ist irgendwie gefühlt kaum was gewachsen, außer das Unkraut. Und zum Glück hatten wir dann aber nach hinten raus noch einen wunderschönen September, wo alles nochmal richtig Gas gegeben hat. Und was jetzt die Zusammenfassung meiner Ernte aus dem Gemüsegarten ist, das zeige ich euch jetzt einfach mal in Bildern. Ich habe dazu geschrieben, was ich ungefähr von jeder Sorte geerntet habe und was eigentlich meine Vorstellung gewesen wäre, was ich am liebsten hätte ernten wollen. Da gibt es auf jeden Fall zum Teil größere Differenzen, aber schaut einfach selbst.
Ich habe mir genau aufgeschrieben, ab wann ich welches Gemüse anfangen konnte zu ernten und welche Erntemengen ich ungefähr pro Gemüsesorte einbringen konnte. Das hilft natürlich, einen guten Überblick und den eigenen Bedarf genauer einzuschätzen. Absoluter Jahressieger ist absolut der Grünkohl. Da habe ich sogar mehr angebaut, als ich eigentlich wollte. Leider nicht ganz so gut lief wie erwartet. Was wichtig gewesen wäre, waren meine Bohnen. Die haben einfach zu sehr unter der Kälte gelitten und haben den Verlust nicht wieder richtig aufholen können. Die tatsächliche Ernte zeigt deutliche Abweichungen, aber dennoch sind wir super zufrieden mit dieser Ernte und wir nähern uns jedes Jahr unserem idealen Ziel. Überall auch nur ansatzweise das geerntet habe, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, habe ich doch viel mehr geerntet als in den vergangenen Jahren. Und insgesamt habe ich in diesem Jahr die beste Ernte meines Lebens sozusagen eingefahren, trotz der schwierigen Bedingungen. Also selbst wenn meine Wunschvorstellung noch lange nicht erreicht ist, bin ich trotzdem ein Riesenstück weitergekommen. Und neben der Ernte aus unserem Garten konnten wir natürlich noch jede Menge auch aus dem Wald dazu ernten, Beeren und Pilze. Und wir waren angeln und haben unseren Jahresvorrat Fisch aus dem Meer geholt, also die Männer natürlich. Ja, was konnten wir noch ernten? Natürlich eigenen Strom von unserer Solaranlage, eigenes Wasser aus unserem Tiefbrunnen.
eigene Eier von unseren Hühnern, Wildfleisch, Hühnerfleisch und Ich mache dieses Video natürlich für mich selbst zur Motivation und auch als kleine Dokumentation, um zu sehen, wie sich von Jahr zu Jahr meine Ernte verbessert oder auch mal nicht, wie sie sich entwickelt auf jeden Fall. Ich möchte euch aber auf jeden Fall auch Mut machen, wenn ihr einen Platz habt, der auf den ersten Blick überhaupt nicht so aussieht, als könnte dort jemals Gemüse wachsen. Wenn ihr vielleicht gerade ein Haus gekauft habt oder einen Hof, der völlig verwildert ist, gebt nicht auf, geht Schritt für Schritt immer ein Stückchen weiter und dann könnt ihr auch am Ende jede Menge frisches Gemüse ernten. Selbst wenn es nie reichen wird für eine hundertprozentige Selbstversorgung mit allen Lebensmitteln, so ist doch jedes Teil, was man selber ernten kann mit eigenen Händen aus dem eigenen Garten, super regional, super saisonal und vor allen Dingen voll biologisch, ein absoluter Gewinn und eine Bereicherung für den Speiseplan bei den gestiegenen und weiter steigenden Lebensmittelpreisen sowieso. Und ja, man weiß auf jeden Fall, was drin ist und es macht so glücklich und es motiviert wirklich jedes Jahr immer noch eine Schippe draufzulegen. Natürlich Stück für Stück immer ein bisschen voran, nicht alles auf einmal, damit man nicht die Freude verliert und sich am Ende total selbst überfordert. Das ist natürlich die Sache nicht wert. Für mich ist ja der Herbst nicht das Saisonende inzwischen. Das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Für mich ist der Herbst eigentlich der Startschuss in die nächste Gartensaison. Da werden quasi die Voraussetzungen gelegt für das nächste Jahr zum Gärtnern und die ganze Planung und ja, Böden verbessern kann man wunderbar im Herbst alles vorbereiten. Wenn man Glück hat, spielt sogar das Wetter mit. Ja, hier im Patchwork-Gewächshaus wachsen jetzt noch Salate und Mangold und alles Mögliche, was sich auch immer wieder selbst aussät, kommt noch hinterher. Das ist ganz schön, wenn man einfach ein paar Jahre die Salate hat stehen lassen, dann sät sich einfach auch immer wieder was selber aus in den Lücken. Postelein und Feldsalat kommt überall, auch draußen nochmal zwischendurch. Draußen stehen noch ein paar Kohlpflanzen und auch in meinem Polytunnel in dem neuen, der seine erste Saison super erfolgreich hinter sich gebracht hat, wachsen noch verschiedene Kohlsorten und auch dort habe ich Spinat ausgesät.
ja, wenn ich noch dazu komme, werde ich noch ein paar Sachen von draußen dort nach drinnen pflanzen. Erdbeerpflanzen sollen auf jeden Fall noch in den Polytunnel umziehen. Die haben mir draußen im Garten alle Wege zugewuchert, die müssen da sowieso weg. Und vielleicht habe ich dann nächstes Jahr noch ein bisschen mehr Erfolg mit meinen Erdbeeren, denn die hatten dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen Pech, auch mit den Temperaturen. Erst zu trocken, dann zu nass und vor allen Dingen viel zu kalt. Das war kein richtiges Erdbeerjahr und trotzdem haben wir noch relativ viel geerntet, worüber wir uns natürlich super gefreut haben. Natürlich hoffen wir auch, dass wir nächstes Jahr noch ein bisschen mehr Obst vom eigenen Hof ernten können, denn das steckt ja noch in den Kinderschuhen. Wir haben euch neulich gezeigt, wir haben noch ein paar Obstbäume und Beerensträucher gepflanzt und mit ganz viel Glück können wir da ja vielleicht nächstes Jahr auch ein bisschen was ernten. Die Hühner haben jetzt ihre Voliere, die laufen nicht mehr frei über den Hof und plündern unsere Johannisbeersträucher. Vielleicht wird es da nächstes Jahr sogar mal ein bisschen was zu ernten geben. Ich hoffe, das Video konnte euch Mut machen, selbst einen Garten anzulegen. Ihr wisst, mein Garten ist die Wirtschaftsfläche für Gemüse gar nicht mal so groß. Ich blende euch das unten nochmal genau ein, wie ich das aufgeschlüsselt habe. Es sind ungefähr gut 300, 350 Quadratmeter inzwischen zusammen kombiniert, die Gewächshäuser, die drei Stück und der Kartoffelacker und der Gemüsegarten. Wir wollen natürlich immer noch ein bisschen auch aufstocken, noch eventuell einen kleinen Acker anlegen für noch mehr Möhren und für noch mehr Futterrüben und sowas für die Hühner. Also wir sind auch noch lange nicht am Ende unserer Ideen und da wollen wir auf jeden Fall demnächst mal überlegen, ob wir im Herbst schon jetzt neue Flächen noch anlegen, wenn das Wetter es noch zulässt. Ja, ihr dürft gespannt sein, wir sind auch gespannt, was die nächste Saison uns so alles beschert und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.